Hallo, herzlich willkommen und grüß euch alle miteinander. Grüß euch. Der Grund, warum wir heute da zusammenstehen, direkt schon zu meiner Linken, der Thomas. Der lacht schon. Der lacht schon, ja. Ist ein ganz spezieller. Wir haben nämlich unsere Wobbler. Heute geht es um Hardbaits wieder einmal. Unsere Wobbler im Speziellen, die größeren Versionen, beziehungsweise heute geht es um einen Queen of Una. Den haben wir modifiziert, in eurem Interesse verbessert. Und was wir da jetzt gemacht haben, wird euch jetzt der Thomas dazu. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Huchenwobbler, weil verkauft haben wir sie ja, sage ich mal, zu 90% für die Huchen angeleiht, weil wir im Winter damit begonnen haben im Shop. Was ich aber auch schade finde, wie auch gesagt, zum Hechtfischen, aber das ist jetzt wieder was anderes. Das spielt jetzt keine Rolle. Ja. Aber wir haben auf die Huchenwobbler reagiert, auf die Huchenangler, nicht Wobbler, weil ein Hechtfischer ja im Freiwasser mehr oder weniger angelt und für den das eigentlich nicht so ausschlaggebend ist, was diese Schaufel aushaltet, worum es heute geht. Wir haben von unseren Huchenanglern da bei uns im Geschäft natürlich viel Feedback gekriegt, dass die Kunststoffschaufeln, die biologisch abbaubar waren, bei gewissen Temperaturen, also durch die Kälte, einfach spröde geworden sind und abgebrochen sind. Und wir haben uns dann eigentlich wochenlang mit unserem Lieferanten, mit Monachtag, darüber den Kopf zerbrochen, was könnte man machen. Er hat dann den Vorschlag gemacht und wir haben dem zugestimmt, das Ganze aus Aluminium zu machen. Geil. Super. Das Problem bei Aluminium ist, es oxidiert, wenn du das in deiner Kiste drinnen hast. Das heißt, es gibt aber ganz spezielles Aluminium, das wir jetzt da verwenden, und zwar ist das aus dem Bootsbau, weil Boote ja grundsätzlich im Wasser sind und bei natürlich nicht oxidieren dürfen. Sollten, ja. Oder genau. Nicht sollten. Ja. Und ja, also das heißt, das ist Aluminium, das kommt aus dem Bootsbau und oxidiert nicht in eurer Kiste drinnen. Also unterm Strich zu sagen, ein Mega-Material. Natürlich speziell, wie der Thomas gesagt hat, um das jetzt noch einmal, die Flussangelei ist natürlich mit Steinen, Hängen, Hindernissen verbunden. Genau. Für einen Freiwasserfischer, der auf einen Hecht rudert, irrelevant. Also schleppt jetzt zu sagen, ja. Ich spielt es keine Rolle, aber speziell für unsere Huchenfischer, genau. Oder Flussangler, die wirklich in Bereichen angeln, wo viel Steiner sind, wo du mit dem Wobbler auch mal einen Stein reinkochst, auf Deutsch gesagt, wo es nicht ausbleibt, das ist so. Ja, haben wir natürlich jetzt da stolzerweise den Prototypen bzw. Die fertige Version zum Verkaufen in der Hand. Genau. Was ist da noch zum Sehen auf dem Schaufel? Das hätte ich gerne noch ein bisschen erwähnt. Was da zum Sehen ist, ihr seht es in den Close-Ups, es ist mit Laser eingraviert Fishing Profi und Monachtag. Genau. Auf jeder Schaufel. Also jede Schaufel ist signiert. Die Konstitution beider Unternehmen in Korrelation. Es steckt viel Arbeit hinter so einer Produktserie. Genau. Da geht es um die Aktion, um die Farbe, dann auch um die Qualität in weiterer Folge, dass das halt und so. Und wir haben es geschafft, dass wir es noch einmal verbessern und haben das auf die Reihe gebracht. Das war nämlich gar nicht so einfach, das so zu produzieren. Nein, es hat ein bisschen gedauert. Ihr müsst euch vorstellen, einfach diese Schaufel ist natürlich wesentlich härter. Naja, was passiert, wenn ich jetzt über den Stein drüber fahre? Es bricht natürlich, das Aluminium wird nie abbrechen. Das ist unkaputtbar, das hat fast 2 mm Stärke, also 1,8 mm. Mhm, das heißt, super. Wir haben ein Blech finden müssen, das so dick ist wie die Kunststoffschaufel vorher, damit das da auch reinpasst, weil die Werkzeuge waren ja alle fertig. Und der Lauf auch vom Köder wahrscheinlich. Genau, das kannst du nicht verändern. Mhm. Deswegen hat es im Prinzip die gleiche Stärke haben müssen, aber trotzdem gibt es Aluminium überhaupt nichts nach. Das ist hart, darf es ja nicht im Bootsbau. Und natürlich habe ich jetzt aber das Problem, dass der Wobbler aus einem weicheren Material, das nämlich aus Holz ist. Das gibt noch, ne? Genau, und das gibt noch. Was ist passiert? Das ist ausgebrochen. Mhm, klar. Das heißt, wir haben da, also der Doc hat da wirklich einiges an Zeit investieren müssen, weil dieses Problem aufgetreten ist, weil es ist zwar immer schön, wenn du was stärker machst, aber wenn du einen Teil stärker machst, dann muss der andere Teil natürlich auch stärker werden. Genau, und das hat man auch getestet in der Praxis. Genau, das finde ich auch so schön, dass wir da wirklich immer schauen, das muss man testen, das hat nicht funktioniert. Genau, ja. Das wäre dann kaputt gewesen. Mhm. Und das sind auch schon die ersten Huchen damit gefangen worden, weil auf der Una hat ganz uns stolz. Genau, und hat uns dann gleich ein Foto geschickt. Flo, wir haben es leider nicht veröffentlichen dürfen, aber spielt keine Rolle. Es sind Fische gefangen worden, weil die Una ja auch diese Steine hat, auch diese Platten. Genau.
da hat das natürlich wirklich testen können. Und ja. Es geht darum, wirklich einen Wobbler, was das Ziel jetzt war, zu kreieren, den genau. wir jetzt geschafft haben, der wirklich die härtesten Bedingungen erfüllt. Und ihr seht schon, gerade beim Huchen ist das ein Wahnsinn. Das Ding muss erstens einmal halten, also Draht durchgehen, so, das ist einmal überhaupt Grundvoraussetzung. So und dann aber auch die Haken und dann aber auch jetzt wieder quasi die Tauchschaufel, die nicht hinwerden darf, dann der vordere Bereich, der verstärkt werden hat müssen, um dass das nicht ausbricht, genau. dass das wirklich was aushält und dass ihr da draußen wirklich eine super Qualitätskaufen kriegt, mit der ihr glücklich Satz. Und das ist ja auch das, was uns, glaube ich, ausmacht. Und es geht natürlich auch um unsere Umweltgedanken. Das heißt, wir wollten auch ein Material verwenden, das man jetzt Aluminium ist nicht biologisch abbaubar, aber es ist zumindest, man kann es wiederverwerten. Und das nächste Problem, was zu lösen war, natürlich, das Aluminium ist extrem glatt. Gell? Den Kunststoff, den wir da gehabt haben, diesen Recycling-Kunststoff, der war leicht rau. Deswegen auch der Grund, warum wir das da gläsert haben, weil es ist jede Schaufel hinten angeschliffen mit dem Laser. Mhm. Das kannst du dann einfach mit Schmirgelpapier machen, weil dann beschädigst du die Oberfläche. Mhm. Und auch der Kleber musste ein bisschen modifiziert werden. Also, und ihr werdet es auch sehen, es ist ein bisschen dicker eingeklebt. Man sieht einfach, dass das jetzt von vorn bis hinten, also wer das nicht erkennen kann, dass das Handarbeit ist. Es ist sensationell, wie das alles gelöst ist. Es ist der Kleber, man sieht da vorne, dass der Kleber bei der Schaufel noch zusätzlich ein bisschen vergossen wurde. Und ja, wir haben aber noch was verändert, nur zum Sagen noch, Freunde. Genau. Wir haben den Mammut-Drilling von uns. Genau, wir haben die Drilling gewechselt, weil es war das Feedback, dass sie der Daiichi-Drilling aufbiegt. Ist einmal vorgekommen oder zweimal. Normal, aber ich sage es euch gleich. Da möchte ich bitte noch jetzt unbedingt einen Einwurf meinerseits machen. Der Daiichi-Drilling ist eine Bank. Ja? Natürlich nur, wenn du das Pech hast, dass du nach oben in der Platte erwischt und die Spitzen greift nur, dann birgst du ziemlich alles auf. Jetzt sind wir noch einmal hergegangen, Thomas, und haben gesagt, nein, dann nehmen wir den Mammut. Ja. Also wer den aufbringt, ja, der kriegt von mir 3 Wobbler. Die zahle ich ihm, weil wenn du den aufbirgst, also nicht mit einer Zange oder was, sondern beim Fisch, weil das Ding ist wirklich, also es geht nicht mehr. Mehr geht nicht mehr. Nein, also du musst schon mit einem Besen, mit einem Besenstiel fischen. Ich sage mal, wenn du es gerade zurückkriegst, ziehst, wirst du wahrscheinlich irgendwie aufbiegen mögen, aber in einem Fisch, also jetzt gibt es dann nur mehr 5-mal stark und damit fängst du einen Fisch mit 200 Kilo. Also ja, also irgendwann muss er mal reichen. So ist es. Ist so. Und aber das Problem ist, es ist einfach der Kompromiss, du musst ja den Haken, und ihr seht ja, der ist ja doch schon relativ dicktrottig und dieser Auchanese-Drilling auch von der Form her, das magst du nicht mehr hinmachen. Den kannst du nicht mehr hinmachen. Dann haben wir noch was verändert. Also die schon bei uns gekauft haben, die voriges Jahr bzw. vorige Saison gekauft haben, auf Silent Series möchte ich noch ein bisschen eingehen. Die Wobbler sind weiter Silent, ja. Genau. Aber wir haben das war deine Idee, der Findige, muss ich jetzt auch sagen. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Erzähl ein bisschen was drüber, wir bitte. Wir mussten das Problem lösen mit den Silent Series, weil ja das alles getaucht wurde. Und der Kunststoff hat sich abgelöst, das ist 7000 Mal, hat das putzt werden müssen. In der Produktion jetzt. In der Produktion. Und deswegen haben wir uns eben darüber Gedanken gemacht, wie wir das lösen können, dass wir den Kunststoff noch nicht mehr brauchen. Wenn ich euch das jetzt, ich höre es nichts. Also es scheppert nichts. Was haben wir gemacht? In Wirklichkeit jetzt durch das, was wir da gemacht haben, an jeden Wobbler Silent machen, weil es ist jetzt da ein Silikonschlauch. Aus Europa, nicht aus China, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir verwenden bitte. Produkte aus Europa. So ist es. Und mit diesem Silikonschlauch, diesem 4 mm Silikonschlauch, der sehr flexibel ist, könnt ihr die Ösen einfach überziehen. Das heißt, zuerst ist der Sprengring montiert worden und dann wurde der Silikonschlauch da drüber gezogen und dann der Drilling eingehängt. Und dadurch fast ist kein Geräusch. Kann halt 50% weniger. Absolut. Genau, ja, mit dem Oszilloskop messen wieder. Genau. Wieder alles gemacht, wieder neu. Weil ja auch von manchen Kunden, die wirklich viel gefischt haben damit, dann das Feedback auch gekommen ist, dass sie das mit der Zeit dann unten ablöst. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass der Sprengring trotzdem Metall auf Metall läuft. Das heißt, da kann sie nichts mehr ablösen. Nein. Aber trotzdem blockiert ist, damit er nicht scheppert. Gell? Das so ist jetzt nur so zum Sagen. Und natürlich hat alles eine gewisse Haltbarkeit. Und ihr könnt dann einfach diesen Silikonschlauch bei uns kaufen, schneidet euch dann ein Stück runter, sollte das irgendwann einmal kaputt gehen, was es hundertprozentig wird, weil Kunststoff einfach durch diesen... Irgendwann einmal oder noch ein Fisch oder was, der da mal anreißt, so ist ja ganz... Wie ein Autoreifen, der hat genauso sehr Haltbarkeit. Zwei Erklärungen, wenn du sagst, das alles nicht so ist. Aber man hat den Vorteil,
dass man ganz einfach und günstig, wenn man das bei uns kauft, genau, streichert seine das ganzen Wobbler. Ein paar Euro, also und kann man alles silent machen selber. Ja. Und ihr seht, dass trotzdem die Drilling richtig stehen. Also es ist keine Veränderung keine, jetzt vom also es ist wirklich, genau. Es ist wirklich perfekt. Ja, ich bin wieder mal gespannt, wie er reinbeißen. Ja. Aber aufs Testen. Ja, ich zeige euch da nur die, vielleicht packe ich noch einen langen aus, ja, zum Zahn. Ja, weil das ist jetzt bitte der Flachläufer. Mhm. Und ich habe da zu meiner, also vor mir liegen da ein paar, ich nehme andere Farbe. Wie du magst. Ich nehme einen passenden, für mich nehme einen Fett Boris. Genau. Der liegt da schon so schön. Ich liebe dieses Unboxing, ne? Das ist immer so schön, was Neues auspacken, das ist ein bisschen so ein Weihnachtsfeeling. Also ich halte den da nochmal in die Kamera, seht ihr dann nochmal die Close-Ups auch. Und da sieht man jetzt wirklich den Unterschied, wenn ich da beide ein bisschen noch vorhalte, sieht man wirklich den Flochen jetzt, den ich da rechts halte, von euch aus gesehen links. Und natürlich in meiner linken, von euch aus rechts, halte ich den Tiefläufer, da sieht man das dann schön. Gell? Und wirklich bei allen scheint die Kavur drin. Also es ist wirklich, ich sage für jene, die jetzt da irgendwelche, ich habe auch Leute kennengelernt auf die Messen, die halt einfach Wobbler schön finden und die auch sammeln und so weiter. Ja, also sowas das, hat das wer? Nein, ich habe sowas also noch nie gesehen. Ich habe so etwas wirklich noch nie gesehen. Auch in Florida nicht oder sonst wo, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein Unikat, ja. Ist ein Unikat. Wunderschön. Und wir sagen es auch gleich dazu, wenn ihr jetzt dann in den Shop schaut, schreckt euch nicht, weil die Wobbler sind seit heute, also jetzt, wenn das Video rauskommt, ab Sonntag werden sie bereits mit dieser Schaufel auf Schaufel ausgeliefert. Ihr habt jetzt noch die alten Fotos drinnen, also nicht schrecken, altes Foto, aber neuer Preis, neuer Wobbler. Und wir müssen es natürlich, weil die ganze Entwicklung, das hat dann natürlich auch wieder das Material, die Arbeit und verschlungen. Ja. Und das kostet natürlich auch mehr als dieser Kunststoff, weil das wir haben eine Stanzmaschine dafür anschaffen müssen und ja, es kostet einfach mehr. Es genau, also die Wobbler werden jetzt ein bisschen teurer. Die Wobbler werden um 3 Euro teurer, also Euro statt 21,90, 24,90, genau. Weil grundsätzlich sind ja alle Rohstoffe, auch das Holz, ich werde es ja eh wissen, ich werde es jeden Tag in den Nachrichten hören, Inflation, Inflation. Aber man kann dazu sagen, dafür kriegt man relativ viel so im Verhältnis, weil man kriegt dann wirklich einen Wobbler. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was du jetzt verbessern könntest oder mir fällt jetzt nichts mehr ein. Aber wie gesagt, und das, was wir auch wirklich gemacht haben, war ja das, dass wir unsere Kunden wirklich ernst nehmen, weil es war mit Eta Ichi, ich glaube, es waren zwei Leute, ja, genau, die es geschafft haben, dass den aufbiegen. Und da, ich weiß nicht, wie viel Wobblern, muss man auch sagen. Ja, also, aber trotzdem haben wir darauf reagiert, trotzdem haben wir gesagt, wir machen das. Die Silent-Geschichte, also wir sind wirklich die auf Kunden eingehen, die wirklich das ernst nehmen, was ihr uns sagt und schreibt. Und deswegen bitte auch ganz wichtig, wenn euch das gefällt, was wir da machen, generell unseren Kanal abonnieren, beziehungsweise wir freuen uns natürlich riesig über Likes, aber auch natürlich kommentieren, wenn es irgendwelche Fragen gibt, Anregungen gibt, sind wir ganz immer wichtig, dankbar und wir reagieren auch wirklich. Und auch Feedback, drauf, wenn irgendwas nicht funktioniert oder was, wir haben das dann per Mail gekriegt, ihr habt es auf unserer Homepage habt ihr ein Online-Formular, da könnt ihr alles reinschreiben, wir kriegen das sofort, wir versuchen so schnell wie möglich. Also die da was geschrieben haben, haben glaube ich innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gekriegt. Also wir sind da oder auch wenn es Deckelfragen gibt, jetzt über den Huchen oder was auch immer, ja, es wird ja noch wahnsinnig viel kommen von uns, aber nur generell, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es uns und wir behandeln das so schnell wie möglich beantworten. Super. Ja, ich weiß nicht, momentan sind, wir wollen da nicht vorgreifen, also es gibt jetzt aktuell 6 Formen von den neuen Modellen. In beiden Tauchtiefen. Tauchtiefen, genau. Also das ist der Pink Locke. Panther. Und da seht ihr, ihr seht es ja dann online, aber welche Formen erhältlich sind, die anderen stellt aber auch ausverkauft. Und es werden auch noch neue Farben kommen. Und genau. Dann, das wird spannend. Sobald die neuen Formen da sind, wir alle neu fotografieren. Implementieren in Shopdown und, genau, und dann seht ihr auch was. Und ihr seht dann alles in den neuen Farben und genau, mit den neuen Drillingen und mit dem Silent Series und ja, besser geht es dabei nicht. Ich glaube, wir haben alles erklärt. Und wir haben alles erklärt. Ja. Ich danke euch wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt, dass euch das anschaut, was wir da machen. Ich freue mich riesig, der Thomas freut sich auch, also wir freuen uns unterm Strich. Und was kann man noch sagen? Demnächst in diesem Studio. Demnächst in diesem Studio, das war jetzt richtig gut, so Terminator-mäßig. Cool. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba.